Mein Name ist Manfred Scholz. Ich komme aus Stendal, habe ein sehr enges Verhältnis zu Damen. Bin ja auch jahrelang zur Schule gegangen. Deswegen. Und meine Frage wäre, zur Energieversorgung sicherstellen über Nord Stream 2, um das aufzudecken, was damals passiert ist, dass das gesprengt wurde. Was unternimmt die AfD genau dagegen? Ja, ich meine, wenn wir die Mehrheit im Bundestag gehabt hätten, und die haben wir leider noch nicht, wenn wir nach der nächsten Bundestagswahl 25% erreichen würden, was ja nicht ausgeschlossen ist, dann würden wir einen Untersuchungsausschuss einleiten, damit genau das aufgedeckt wird. Na klar, wir wollen es wissen und wir wollen vor allen Dingen die Verantwortlichen und auch die verantwortlichen Politiker. Und erinnern Sie sich an die Szene im Weißen Haus, als Olaf Scholz neben Herrn Biden stand und Herrn Biden erwähnte und sagte, wir haben die Möglichkeit, Nord Stream zu sprengen und wir werden es auch tun. Und ein Bundeskanzler Scholz daneben steht und grinst. Da wissen Sie im Prinzip alles über Deutschland und da wissen Sie auch, ob Deutschland souverän ist. Ich denke, die Szene hat sich für alle eingeprägt und genau wenn diese Politiker davon wussten und das hingenommen haben, unsere Infrastruktur zu zerstören, Arbeitsplätze zu zerstören, Industrie zu vernichten, Deindustrialisierung zu fördern, dann müssen diese Politiker auch zur Rechenschaft geschoben werden. Und dafür werden wir sorgen.